Willkommen an der Militärakademie Wiener Neustadt. Mein Name ist Oberst Markus Reisner, ich bin der Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung und heute wollen wir uns in einem neuen Video ansehen, wie sich die Schlacht im Donbass darstellt, und zwar am Tag 96 des Konflikts. Dazu ganz kurz als Abholpunkt die Situation in der Woche 14, Tag 96. Die russischen Kräfte haben massiv versucht, ihr Schwergewicht in den Osten des Landes zu verlagern und versuchen hier im Raum Donbass eine Entscheidung herbeizuführen, die sich in einer klassischen Zangenoperation ausdrückt, nämlich einmal der Versuch, aus dem Norden vorzustoßen und einmal aus dem Süden. Was wir jetzt machen wollen ist, wir wollen anhand vier ausgewählter Faktoren die Situation analysieren, so wie sie sich jetzt darstellt. Diese Faktoren sind einerseits das Gelände, dann die Zeit, die Information und das Lagebild sowie die Kraft. Wenn wir uns als Abholpunkt ansehen von unserer letzten Präsentation die Situation, so wissen wir, dass sich die Masse der Kämpfe im Osten des Donbass abspielt, nämlich quasi grob um die Stadt Kramatorsk. Hier gibt es eine nördliche Zange und eine südliche Zange. Beide Zangen werden von den Russen vorangetrieben, um eine Entscheidung im Donbass herbeizuführen. Wenn wir uns die Frontlinie des 3. April ansehen, so sehen wir im Zentrum die Städte Kramatorsk und Slowjansk und darum angeordnet die russischen Kräfte, die versuchen quasi hier eine Entscheidung herbeizuführen. Wenn wir das jetzt ins Gelände legen im Vergleich, dann erscheint zwar auf den ersten Blick das relativ klein im Vergleich des Ausmaßes des ukrainischen Landes, aber wenn wir das vergleichen mit zum Beispiel Österreich, sieht man, wie groß dieser mögliche Kessel sich tatsächlich darstellt. Ich habe also auf der einen Seite hier Wien mit Eisenstadt, dem Neusiedlersee und der Donau, grob eine Distanz von 40 Kilometern, die gleiche Distanz auch darstellt wie im Kessel selbst, wo die Situation sich wie folgt im Moment darstellt, dass also noch 20 Kilometer fehlen von russischer Seite, um diesen Kessel südwestlich von Severodonetsk zu schließen. Hier noch einmal dargestellt, um also quasi sich bewusst zu machen, die Ausdehnung selbst. Sehen wir uns nun anhand des Faktors Gelände die nördliche Zange an. Die nördliche Zange war geprägt durch Kämpfe im April, Mai, wo die russische Seite versucht hat, eine Entscheidung herbeizuführen und in die Tiefe vorzustoßen. Im April fanden die Kämpfe vor allem im Raum Isjum statt. Isjum, eine natürliche Enge, die die Russen erst überwinden konnten, nachdem sie quasi den hier dominierenden Fluss Seversky Donezk durch zwei Pontonbrücken überquert haben und in die Tiefe vorgestoßen sind. Die ukrainische Seite hat hier intelligent reagiert und hat ebenfalls versucht, den Fluss zu forcieren mit zwei Pontonbrücken und die Russen in der Flanke anzugreifen. Das ist zwar gelungen, aber die Russen konnten diese Brücken zerstören. Auch hier konnten die Ukrainer noch darauf reagieren, indem sie versucht haben, leichte Kräfte bei Tag und bei Nacht durch ein sehr einfaches Verfahren, nämlich durch das Überwinden des Gewässers mit kleinen Schiff- und Schlauchbooten, zu überqueren und weiter hier Druck aufrechtzuerhalten auf die russischen Kräfte im Raum Isjum und südlich davon. Die Russen haben nun versucht, das Schwergewicht zu verlagern, weiter in den Osten, das heißt, den Angriff kürzer zu stecken. Was haben sie im Osten versucht? Das Gleiche, das sie vorher erfolgreich bei Isjum durchgeführt haben. Sie haben ebenfalls versucht, den Fluss zu überqueren. Sehen wir uns das kurz im Detail an. Der Auftakt war eine Brückenüberquerung am 2. Mai, grob hier in diesem Bogen, nordwestlich von Seversky Donezk. Es hat funktioniert und die russischen Kräfte konnten auf die andere Seite vorstoßen, wo sie aber von ukrainischen Kräften abgefangen worden sind und wieder zurückgetrieben worden sind. Daraufhin haben die Russen es an anderer Stelle probiert, bei Yampil, ebenfalls hier erfolgreich den Fluss überquert, aber aufgrund der starken Gegenwehr der ukrainischen Kräfte wieder zurückgedrängt. Schlussendlich hat man es nochmal zentral in der Mitte probiert, indem man quasi hier versucht hat, bei Bilohorica eine Entscheidung herbeizuführen und beginnend mit 9. Mai über zwei Pontonbrücken den Seversky Donezk überschritten hat. Die ukrainische Seite, die bereits vorgewarnt war durch diese wiederholten Brückenüberquerungen, man sagt bis zu 9 Mal wurde es versucht, haben Kräfte bereitgestellt und hier zentral durch Unterstützung mit Artillerie angegriffen und die russischen Kräfte endgültig zerschlagen. Das Entscheidende ist, dass die russische Seite erkannt hat, dass ein Überschreiten des Flusses Seversky Donezk nicht möglich ist. Andererseits hat die ukrainische Seite diese Situation nur für sich entscheiden können, weil sie Kräfte aus dem Süden herangeführt hat. Sehen wir uns daher die südliche Zange an. Die südliche Zange ist geprägt von einem sehr flachen Gelände. Hier haben zwar die Russen versucht, quasi aus dem Süden weiter vorzustoßen, aber aufgrund der eingesetzten ukrainischen Kräfte waren diese Vorstöße nicht von Erfolg geprägt. Damit konnten die Ukrainer auch Teile dieser Kräfte Richtung Norden verschieben. Zusätzlich hat man noch weitere Verstärkungen herangeholt. Dazu gehören vor allem die Kräfte der Territorialeinheiten aus dem Westen der Ukraine.
Hier hat man zentral über die Übergesetzstellen bei Dnipro und Saporoschia insgesamt 7 Brigadeäquivalente herangehört. 3 im April und 4 im Mai. Diese Territorialeinheiten wurden vor allem eingesetzt, um die bereits im Einsatz befindlichen ukrainischen Kräfte lokal zu verstärken in der Abwehr gegen die russischen angreifenden Kräfte. Der zweite Faktor, der jetzt ganz wesentlich ist in diesen Wochen April, Mai, ist der Faktor Abnutzung inklusive der Zeit. Der Faktor Zeit war bestimmend, denn über die Zeit hat die russische Seite ihren großen Vorteil ausgespielt und das ist der massive Einsatz von vor allem Artillerie, aber auch von Luftnahunterstützung. Das heißt, in den Wochen des April und Mai haben wir vor allem gesehen den Einsatz von Kampfhubschraubern, aber auch von Erdkampfflugzeugen und den massiven Einsatz von Artillerie. Und gerade diese Artillerie hat einen sehr devastierenden Effekt auf die ukrainischen Stellungen, denn aufgrund von tagelangem Feuer war es so, dass die Moral der ukrainischen Soldaten in den Stellungen zunehmend am Abnehmen war. Damit möchte ich zum nächsten Faktor überleiten, nämlich zur Information bzw. zum Lagebild. Sehen wir uns nochmal kurz den Frontbogen an. Hier erkennt man, dass die ukrainische Seite den Vorteil der sogenannten inneren Linie hat. Das heißt, sie kann Kräfte aus dem zentralen Raum immer verschieben zur Unterstützung, wo notwendig. Die russische Seite ist jedoch gefordert, von außen womöglich eine Entscheidung herbeizuführen. Schlussendlich bekam die ukrainische Front einen Riss. Und dieser Riss stellte sich dar bei der Ortschaft von Popasna, einem wichtigen Stützpunkt in der Südfront der ukrainischen Kräfte. Hier gelang es den Russen, vom 5. auf den 6. Mai einen Durchbruch zu erzielen. Um diesen Durchbruch verstehen zu können, sehen wir uns kurz die Taktik an. Hier ein Beispiel von Popasna, wo dieser Durchbruch passiert ist. Die im Donbass befindlichen ukrainischen Kräfte, vor allem auch Eliteverbände, waren in der Verteidigung vor allem abgestützt auf Stützpunkte, die angelegt worden sind, vor allem entlang der Ortschaften. Das Zwischengelände wurde entweder durch Feuer überwacht oder bei Bedarf durch einen Reserveneinsatz bedient. Als nun die russische Seite angegriffen hat und der Druck immer stärker geworden ist, hat man versucht, durch die nachgeführten Territorialeinheiten eine Verdichtung der Kräfte durchzuführen. Das heißt, vor allem das Zwischengelände wurde durch diese Territorialkräfte aufgeführt. Die russische Seite hat das erkannt und hat entsprechend darauf reagiert. Das heißt, der Hauptangriff war eigentlich ein Bindungsangriff auf den Stützpunkt, besetzt durch die Eliteeinheiten der ukrainischen Armee. Und nebenbei hat man versucht, mit einer Umfassung die schwache Stelle quasi im Norden und Süden des Stützpunktes anzugreifen und bei einem Durchbruch rasch in die Tiefe vorzustoßen mit einer dritten Staffel oder gar Reserve. Damit war es möglich, die Verbände zentral der ukrainischen Seite in Popasna zu umgehen und in die Tiefe vorzustoßen. Das Problem der Territorialeinheiten war, dass sie weder über die Ausbildung verfügten noch über die Bewaffnung, wie zum Beispiel Panzerbergkapazitäten, um hier dementsprechend etwas entgegenzusetzen. Um das kurz darzustellen, zeigen wir Ihnen ein kurzes Video, das eine so eine Gefechtssituation zeigt. Це тупо бій, батьків проти танків. Той долбоєб їде, але догоряє. Це стояв. А там два, блядь. Люди, малыш, я грозно. Подбили только что. В полі нікого немає, нікого немає. Даргарит. Що там? Анатолій, чи плюсик? Що на полі? А ну, Тьома, подбивитель танков, нахуй, сука. Красава. Das Ergebnis dieser russischen Taktik und Gefechtstechnik war, dass es gelang, bei Popasna einen Durchbruch zu erzielen. Und es entstand etwas, das die Russen als die Blume bezeichnen. Die Blume drückt sich darin aus, dass es ihnen möglich war, aus Popasna heraus Richtung Norden, Westen und Süden vorzustoßen. Wie zum Beispiel hier auf diesem Blatt Artemisk, das wir hier an der Karte sehen. Das heißt, die Idee war, diesen Durchbruch zu nützen und rasch in die Tiefe vorzustoßen, am besten Richtung Norden, Richtung Seversky-Donetsk und die Kräfte im Nordosten einzuschließen. Wenn wir uns im Vergleich den 8. Mai zum 24. Mai ansehen, dann sehen wir, wie massiv dieser Vorstoß war und wir sehen, dass also die Bedrohung vor allem darin besteht, dass eine wichtige Verbindungslinie in diesen entstehenden Kessel möglicherweise von der russischen Seite kontrolliert wird. Sehen wir uns jetzt die Entwicklungen der letzten Tage an. Hier kann man sehr gut erkennen, dass die russische Seite, nachdem sie im Norden keinen Erfolg hatte, sich vor allem auf den Süden konzentriert, beziehungsweise auch zentral versucht, bei Seversky-Donetsk eine Entscheidung herbeizuführen. Und wir erkennen hier am Vergleich dieser beiden Skizzen, dass die zentralen Versorgungslinien, die T0513 und die T1302, von der russischen Seite bedroht werden, vor allem bereits die T1302, wo gerade heftige Kämpfe um die Kontrolle dieser Versorgungslinie geführt werden.
Warum sind diese Versorgungslinien wichtig? Weil nur durch diese Versorgungslinien kann einerseits ein Nachschub in den Kessel sichergestellt werden, beziehungsweise wäre es möglich, im Falle des Falles sich aus diesem Kessel zurückzuziehen. Die Frage ist, was können die Ukrainer jetzt tun, um diesen Kessel zu vermeiden? Das Erste, was wir sehen, ist der Einsatz von Artilleriesystemen, vor allem von Artilleriesystemen, die vom Westen geliefert worden sind, wie zum Beispiel dieses System 155 mm M777. Die Artillerie ist deswegen wichtig, weil es die einzige Fähigkeit ist, nachdem kaum Luftunterstützungsmittel von ukrainischer Seite vorhanden sind, um die russische Artillerie bekämpfen zu können und damit diesen Abnutzungsfaktor wieder im Sinne der Ukraine auszugleichen. Interessant ist, wenn man die Geschütze betrachtet im Einsatz wie auf diesem Bild, so sieht man, dass diese Geschütze nicht komplett geliefert worden sind. Es scheint so, als wenn Teile fehlen. Diese Teile sind aber wichtig, denn sie würden das Geschütz befähigen, ihre Maximalleistung ausspielen zu können. Und das ist vor allem der Einsatz von endphasengesteuerter Munition wie diese Granate vom Typ Excalibur. Das heißt, die Ukrainer haben diese Geschütze bereits im Einsatz, die den Vorteil haben einer hohen Reichweite, können sie aber nicht zu 100% ausnützen. Wir sehen auch, dass die Russen sehr gezielt versuchen, diese Geschütze zu zerstören. So gibt es bereits ein Video, wo man erkennen kann, dass eine Batterie dieser M777 offensichtlich zerstört worden ist. Sehen wir uns einen weiteren Gamechanger an, und das ist der Einsatz von sogenannten Kamikaze-Drohnen oder Loitering Munitions genannt. Hier wissen wir, dass von amerikanischer Seite vor allem die Systeme Switchblade, aber auch Phoenix Ghost geliefert worden sind. Wir kennen hier diesen Bild und auch in dem Video, dass die Switchblade 300 bereits eingesetzt wird. Wir erkennen auch an diesen Fotos, dass die russische Seite schon diese Drohnen erbeutet hat. Das Problem ist, das System 300 eignet sich zwar für eine Bekämpfung von Infanteriezielen, um aber jetzt mechanisierte Kräfte bekämpfen zu können, bräuchte man das System 600, von denen wir noch keine im Einsatz gesehen haben und nicht klar ist, ob diese Systeme tatsächlich die Ukrainer im Donbass schon erreicht haben. Das nächste Problem, das wir haben, ist das Problem der Panik. Wir sehen also, dass die Russen im April, Mai massiv Druck ausgeübt haben auf diesen Frontbogen. Obwohl sie das Problem der äußeren Linie haben, können sie rasch ihr Schwergewicht wechseln. Wir haben also einerseits den Vorstoß bei Popasna, der sich aus russischer Sicht gut entwickelt hat. Wir haben aber laufende andere Angriffe, nach wie vor im Raum Isium, in letzter Konsequenz weiter Süden, von Popasna, wo es den Russen gelungen ist vorzustoßen, aber auch bei Liman, das gefallen ist, beziehungsweise bei Siversko-Donetsk, wo sehr heftige Kämpfe toben. Wie man erkennen kann, kann es der Fall sein, dass diese Vorstöße relativ rasch dazu führen, dass sich Kessel bilden, und das ist den ukrainischen Soldaten natürlich bewusst. Und das Problem ist, dass vor allem die Territorialeinheiten nicht über diese gute Ausbildung verfügen, um hier lange und nachhaltig Widerstand zu leisten. Wir erkennen das an mehreren Faktoren. Das erste ist, wir sehen immer mehr zerstörte Brücken. Brücken, die von den Ukrainern gesprengt werden. Warum? Weil sie versuchen, so die russischen Angriffe zu verzögern. Das nächste Indiz ist der Umstand, dass von ukrainischer Seite befohlen worden ist, in der Tiefe sich für eine mögliche Verteidigung einzurichten. Also zum Beispiel entlang des Flusses Dnepr, wo man also ganz klar erkennen kann, dass man verhindern möchte, wenn es zu einer Bewegung der Russen Richtung Westen kommt, diese nicht mehr auffangen zu können. Und wenn wir uns die Kräfte anschauen, die sich möglicherweise in diesem sich entwickelnden Kessel befinden, so sehen wir, dass es ca. zwischen 10.000 und 12.000 Soldaten sind, plus der Zivilbevölkerung, die nicht flüchten konnte, die hier möglicherweise eingeschlossen werden kann. Anhand von einigen Videos, ich habe hier als Beispiel 13 Videos angeführt, sehen wir, dass die Moral der ukrainischen Soldaten sehr unter diesem Abnutzungseffekt durch die Artillerie leidet. Das heißt, wir haben also immer mehr Videos, wo die ukrainischen Soldaten einerseits versuchen, quasi zu erreichen, dass sie mit besseren Waffen ausgestattet werden, andererseits ihre Verwundeten versorgt werden, beziehungsweise sie zurückgenommen werden, weil die unmittelbare Frontlinie gegenüber den Russen nicht zu halten ist. Wir haben sogar einen Gesetzesentwurf, der in der Ratner nicht angenommen worden ist, wo darin quasi verkündet worden ist, dass ein Zurückgehen der Soldaten, einer Desertion gleichkommend, sogar mit dem Tod bestraft werden kann. Hier wissen wir aber, dass dieses Gesetz quasi nicht angenommen worden ist. Während die ukrainische Seite unter diesen massiven Abnutzungen durch die russischen Angriffe leidet, ist es so, dass die Russen weiteren Nachschub heranholen. Einerseits haben wir gesehen, dass sie versuchen, die T-62-Modelle heranzuführen, aber auch andererseits die T-80 und die T-72. Jetzt könnte man sagen, der T-62 ist ein Kampfpanzer, der sich für das moderne Gefecht nicht eignet. Hier muss man aber verstehen,
dass in der Situation, in der sich die Russen befinden, ein derartiger moderner Kampfpanzer gar nicht notwendig ist. Denn im Prinzip ist der Panzer eingesetzt in der Gefechtstechnik zur Unterstützung der angreifenden Infanterie. Er ist gepanzert, beweglich und hat eine hohe Feuerkraft. Wir haben also keine großen Panzerschlachten, wo Panzer auf der ukrainischen und auf der russischen Seite aufeinandertreffen, wo ein modernes Fahrzeug notwendig wäre. Trotzdem sehen wir auch, wie in diesem nächsten Video, dass auch die russische Seite sehr wohl noch modernere Modelle heranführt, wie zum Beispiel an diesem Zug mit T-80 beladen. Während die russische Seite sukzessive weitere Kräfte aus der Tiefe Russlands heranführt, ist es so, dass sich die Versorgung mit internationalen Waffenlieferungen immer mehr zuspitzt. Es kristallisiert sich klar heraus, dass es vor allem ein zentrales Waffensystem ist, das die Ukrainer brauchen, um der russischen Artillerie entgegentreten zu können. Und das sind Mehrfachraketenwerfer mit einer hohen Reichweite. Dabei ist es interessant, dass es genau im Prinzip um zwei Systeme geht, von amerikanischer Seite geliefert. Einerseits das Multiple Launch Rocket System, MLRS, und andererseits das High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS. Diese Fahrzeuge können mit einer unterschiedlichen Ausstattung von Munition ausgestattet werden. Diese Munitionssorten reichen von einer Distanz von 30 bis 70 Kilometer bis sogar zu 300 Kilometer. Über die Lieferung dieser Waffensysteme aus amerikanischen Beständen wurde in den letzten Tagen eine sehr heftige Diskussion geführt. Ich zeige das hier am Beispiel dieses Ausschnitts aus einem Artikel der Zeitschrift Politico, wo quasi darauf hingewiesen wird, dass die Lieferung dieser Systeme möglicherweise zu einer Eskalation des Konflikts führt. Tatsächlich sah es kurz so aus, als wenn die Vereinigten Staaten von Amerika auf Entscheidung des US-Präsidenten Joe Biden tatsächlich diese Waffensysteme liefern würden. Jedoch in den letzten 48 Stunden gab es die Entscheidung, das nicht durchzuführen. Das bedeutet, dass die ukrainische Seite nicht diese Waffensysteme geliefert bekommt, die es aus ihrer Sicht benötigen würde, um der russischen Artillerie entsprechend entgegenwirken zu können und diesen Abnutzungseffekt, der auf die ukrainischen Streitkräfte wirkt, verringern zu können. Was wir wissen ist, dass bereits zwei Nationen Raketenwerfer geliefert haben. Einmal 20 Stück von diesem RM-70 der tschechischen Armee. Dieses System verschießt aber herkömmliche alte sowjetische Raketen der Bauart 122 mm. Wir wissen auch, dass die polnischen Streitkräfte 20 Stück oder sogar mehr BM-21 Grad geliefert haben. Auch ein System, das eigentlich noch aus sowjetischer Zeit kommt. Diese Systeme sind nicht vergleichbar mit der Wirkung der Systeme, die wir vorher gesehen haben. Was bedeutet, dass die Effektivität des Einsatzes gegen die russischen Artilleriekampfgruppen natürlich verringert ist. An dieser Stelle möchte ich enden. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.